Guten Morgen, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, heute erstmal der letzte Segelturn. Wir wollen heute von Skarö nach Farburg und wollen da dann eigentlich einen Tag abwettern, also zwei Nächte da schlafen, wegen Wind und Regen. Schauen wir mal, wir haben aktuell gar keinen Wind. Es ist zwar wenig angesagt, aber also es ist, glaube ich, wirklich gar nichts. Schauen wir mal. Wir haben ja noch manchmal immer so ein bisschen eventuell Motorprobleme, deswegen ist das für uns nicht so ganz super. Aber wir testen das einfach. Im Notfall tuckern wir einfach mit zwei Knoten hier durch und dann ist gut. Lieber kein Wind als Wind gegen an. Ja, es ist ein bisschen warm. Sonne knallt auch schon gut. Und wir hatten jetzt tatsächlich zum ersten Mal das Problem, dass das iPad abkühlen muss. Ja, das stand da jetzt auch schon länger in der Sonne. Ja, gut, aber trotzdem. Nimm's mal lieber raus, nicht dass es feucht wird. Jetzt geht's wieder. Ah, okay. Wir haben es im Kühlschrank getan. Einmal kurz. Irgendwie rum. Aber rum? Jetzt? Ja, ich muss gucken, wo er lang will. Gleich nicht mal vorbei. Ich bin richtig gut mit dem Rausziehen. Ja, manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Hier war das richtig coole, diese Metalldiven, ist halt richtig glatt. Das heißt, ja, das heißt, du kannst bei dem Falzi richtig gut einfach rüberziehen. Du musst ihn gar nicht anpacken. Das war echt angenehm. Mein letzter Blick auf Skarö. Die Kollegen schlafen alle da rechts noch. Wir sind schon wieder unterwegs. Ja, Sonne brutzelt richtig. Wir tuckern jetzt hier so ein bisschen mit 2,5 Knoten. Das hat der Motor jetzt 1100 Umdrehungen. Ja, wir denken einfach, es ist immer nur mal ein Fehler, weil er halt auch nicht heiß wird. Kein Rauch raus, nichts, Wasser kommt trotzdem raus. Aber wir haben ja Zeit heute, Wetter ist super, deswegen tuckern wir jetzt ein bisschen. Soll ja auch noch ein bisschen Wind kommen, hoffentlich. Seht ihr vielleicht, hier sind einige Quallen tatsächlich. Viele haben wir vorher noch nie gesehen. Also, das war jetzt nicht viel, aber im Hafen waren auch echt viele. Ja, aber ansonsten eine wirklich sehr schöne Insel, sehr gutes Eis, können wir nur empfehlen. Also hat uns echt super gefallen. Wir segeln, Freunde, ganz hart am Wind, ohne viel Wind.
laufen aber auch 2,5 Knoten. Das reicht uns ehrlich gesagt. Und es ist eigentlich auch mal ein richtig gutes Gefühl, wenn man selber segelt. Und die Segelboote hinter einem Motoren alle. Wahrscheinlich denken die sich gerade, wir kennen die Segel. Wir kennen die Segel. Ja, aber stell den Motor an. So wie wir das immer denken, wenn wir ja. Nee, aber uns reicht es von der Geschwindigkeit her. Wir segeln lieber so entspannt. Motoren kann man nachher immer noch. Eigentlich soll der Wind ja auch noch ein bisschen drehen. Und mehr werden. Und mehr werden, ja. Also es sollte eigentlich nur besser werden. Aber Sprit sparen, wenn wir schon immer in die Häfen reinlaufen und da Geld ausgeben. Genau, genau. Und es ist ja auch viel angenehmer. Kleines Update von der Sonnenseite des Lebens. Wir segeln noch mit 2 Knoten. Und wir sind bisher das einzige Boot, was heute segelt. Also wir haben noch keinen anderen getroffen, alle Motoren. Ja. Für uns reicht das erstmal noch. Ich habe so gut geschlafen, das hätte noch weiter gehen können. Also schlafen tun wir auf dem Boot auf jeden Fall schon mal top. Also da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Sancho macht das hier. Und wir liegen eigentlich nur faul in der Sonne. Ja, wir laufen aktuell 3,5 Knoten. Ich habe jetzt ein bisschen noch mal an den Segeln gezuppelt. Und der Wind soll ja auch ein bisschen mehr werden. Das ist echt ganz cool. Also auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo man so gar keine Ahnung hatte. Und das also hart am Wind ging, aber alles andere auch überhaupt nicht. Und jetzt immer mehr ein Gefühl dafür kriegt, die Segel zu trimmen. Sehr nice, weil man halt den direkten Unterschied sieht. Schön. Der Wind hat uns leider jetzt komplett im Stich gelassen, das heißt Maschine an. Ja, und die letzten 50 Minuten geht es hier ganz entspannt so weiter. Wir haben noch 2,9 Seemeilen, laufen hier 3,5 Knoten. Ganz easy, ganz entspannt. Aber wir sind heute locker über 3 Stunden gesegelt, obwohl fast niemand gesegelt ist. Mal ein kleines Update zum Kork. Also es brutzelt hier jetzt schon seit über 3 Stunden. Mit dem Morgen noch mehr volle Granate rauf und ich kann hier immer noch barfuß drauf laufen. Also klar, es ist natürlich ein bisschen warm, aber ich verbrenne mich nicht. Von daher schon mal mega. Alles, was hier aus Kunststoff ist, hier die Westen und Co., die sind so heiß, die kannst du eigentlich gar nicht mehr anfassen. Kork hält noch kalt. Emmy, weißt du noch welche Stege? Ist ja alles grün. Wir fahren mal erstmal durch. Nur vom Motorboot. Wie sehen denn da die Boote aus? Das ist unsere Größe. 1. Das heißt, von hier ab, nicht abschätzen, wie breit die sind. Ja, wie lang. Alle lang, oder? Meinst du versuchen? Ja. Alle ziemlich lang, oder? Links ist nichts frei, ne? Aber die sind nicht so breit. Neben der Möwe die beiden Holzscheiben? Nein. Ja? Ja. Welche macht ihr zuerst fest? Steuerbord. Alles gut, wir sind ganz langsam. Kommst du ran? Gut. Ja.
Der hakt hier. So. Ja, hier ist alles super. Ihr müsst nur umziehen. Wie weit noch? Ja. Sag mal Stopp. Zieht mal und sagt den Stopp. Also, hinten sind wir gut. Wenn das vorne passt, ist alles super. Ja, wir können ja noch näher ran. Ah, das lief doch 1A. Wahnsinn, dass hier so viel frei ist, oder? Ich meine, wir sind jetzt im alten Hafen, es gibt ja zwei. Und gut, auf der anderen Seite ist ein bisschen mehr los. Aber hier bei uns sind wir das einzige Boot. Und da sind die Dänen schon alle in Deutschland zur Kivo. In Faaborg angekommen. Einige Foodtrucks. Das ist ja was für uns. Wir haben jetzt echt viel gekocht. Also wir waren fast nie essen. Jetzt haben wir uns das mal verdient. So ungewohnt, mal wieder so einen großen Hafen zu haben, oder? Oh. Sollten wir Kacke liegen, werden wir ja spätestens heute Nacht merken. Also wir suchen gerade Harbor Office. Wer ist das? Hafenmeister. Und hier gibt es so viel ja, Essen, Trinken, Imbisse, Foodtrucks. Das ist total komisch, weil wir jetzt hier die ganze letzte Zeit auf so kleinen Inseln waren, ja, wo halt nichts war. Nee, wir sind das überhaupt nicht mehr gewohnt. Also wenn irgendwie ein kleiner Supermarkt und ja, ein Kaffee und einmal Eis so, dann wäre schon cool. Aber hier ist so viel. Mega. So, wir machen nur Hafengebühr. Guck mal, kleiner geht gar nicht. 8,99. 2 Tage. Ja, erstmal 2 Tage. 170 Kronen, bisher der günstigste Hafen. Ja, tatsächlich. Aber dafür ist ja auch fast nichts inklusive. Genau, also kein Strom, Toiletten wahrscheinlich, aber schon schlecht, ne? Bam! Die sehen doch sahnemäßig aus. Wir essen hier gleich am Hafen. Erste kleine Snack-Mahlzeit. Hase ist schon am Essen. Ja. Guten Appetit! Guten Tag, Sie wohnen Sie hier? Ja. Wo gibt's denn Bier? Ein Supermarkt. Dann hin da. Ich würde sagen, hier wird 1A poliert im Winterlager. Jack holt jetzt einmal seine Drohne. Gleich gibt es nämlich noch ein paar richtig nice Aufnahmen für euch. Die Sonne steht auch schon recht weit oben. Unten. Ich muss sagen, ich liebe unser Segelboot. Ich finde es einfach nur schön. Hast du alles? Thank you.
Es ist übrigens auch total niedlich. Ich finde auch hier die Prickentonne ganz cool. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sportboothafen. Wir sind ja im alten Hafen untergekommen, auch auf ganz viele Empfehlungen. Und haben uns jetzt ein bisschen verlaufen. Nein, aber dümpeln hier so ein bisschen rum. Umgeschaut haben wir uns. Genau, und ich finde es hier so cool. Hier gibt es, wie ihr seht, selbst an jeder Ecke was zu sehen. Da ist eine Möwe oben auf diesem Boot. Ja, ich würde sagen, das Boot gehört der Möwe. Ja. Fahrburg ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, hier können wir es gut 2 Tage aushalten. Ja. Aber die Sportbootmarina ist tatsächlich doch weit weg vom Zentrum. Also sah gar nicht so aus auf der Karte. Nee. Aber jetzt müssen wir da noch ein Stück da mal hinmarschieren. Ja. Wir haben übrigens eben richtig schön Kaffee noch getrunken und Jack hatte noch Bierchen. Und hier ist in der Stadt dafür, dass Sonntag ist, finde ich abends auch noch ganz gut was los. Ja, wir schauen mal, morgen haben wir schon den Tipp bekommen, in eine Bäckerei zu gehen. Da gibt es so richtig, richtig leckeres Frühstück und auch so Gebäck, was es halt so gibt in einer Bäckerei. Aber ich bin so ein riesen Gebäck-Fan, also ich kann den ganzen Tag irgendwas an Gebäck essen. Deswegen, ich glaube, da bin ich weit von entfernt. Naja. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit. Jetzt geht's erstmal weiter. Immer der Sonne entgegen, ne? Nicht der Volvo Penta, Mensch. Ah, hier. Service. Brauchen wir hoffentlich nicht. Im Fall der Fälle. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Eine Werft gibt's ja auch. Wir nähern uns dem Sportboothafen. Und den Wohnmobilen. Und den Wohnmobilen. Ah, das ist wieder so ein richtig schöner Asphaltparkplatz. Aber mit einer schönen Aussicht wenigstens. Schöner vom Wasser aus. Ja, das stimmt. Ja. Doch noch ein weiter Weg. Aber kann man gut aushalten, weil es immer was zu sehen gibt. Aber wenn ihr vorhabt, hier anzulegen, würde ich empfehlen, irgendwie ein Fahrrad oder so einen Elektroscooter zu haben. Weil man ist jetzt schon ganz schön weit weg vom Geschehen. Ja. Und wenn man das nach 7 Bier fährt man auch kein Fahrrad mehr, dann fährt das Taxi. Ich sehe dein Grinsen von hier. So, hier gibt es sogar einen Trockendock von der Werft. Also würden wir ihn schätzen. Denke ich mal, ja, was soll das sonst sein? Jetzt würde er in der Mitte wundervoll im Boot draufpassen, in dem man dann arbeitet. Das sieht ganz cool aus, habe ich so nah auch noch nicht gesehen. Nee. Ja, da fängt der Sportboothafen an. Da ist es übrigens so, hier kann man reinfahren und wenn man dann außenrum weiterfährt, muss man immer jeweils in diese Stege, wie sagt man das dann, reinfahren und dann wieder rausfahren aus dem ganzen Hafen, wenn es da voll ist und wieder rein in den nächsten. Sportboothafen Fahrburg. Auch ganz nett aus. Dafür, dass es bei uns so leer ist, ist hier ganz schön viel, oder? Ja, vielleicht ist das auch bekannter oder... Wir haben schon überlegt, ob viele Fahrburger hier eher ihr Boot haben und der alte Hafen mehr so gastgegermäßig ist. Ja, aber bei uns war ja alles frei. Ich meine, hier sind auch 2 auf grün, aber auch große Boxen, ne? Ja, allgemein in Dänemark sehr viele, sehr lange Boxen. Von der Breite geht's bei uns eigentlich immer, aber die Länge ist schon... Ja, das sieht auf jeden Fall süß aus da, das Häuschen. Da kann man, glaube ich, richtig schön sitzen. Also ihr erinnert euch vielleicht, den großen Bruder haben wir Sport gemacht. Hier könnten wir jetzt auch wieder Sport machen, aber Tjaak ist zu faul. Tjaak macht nicht gerne Sport. Ich finde ja so Outdoor-Sportplätze ist genau meins. Der einzige Sport, den ich mache, ist das einarmige Reißen am Tresen. Das reicht, anstrengend genug. Wo Tjaak euch eben von seiner Sportart erzählt hat. Ja. Wieso nicht? Direkt neben meinem Outdoor-Sportpark befindet sich der Biergarten. Wir liegen im falschen Hafen. Sieht tatsächlich richtig nett aus. Sieht sehr cool aus, ja. Oben kann man, glaube ich, richtig schön sitzen. Ich glaube, wenn hier unten, wenn hier mal richtig Stimmung ist, ist wie ein Bierkönig bestimmt. Du kannst richtig Party machen. Ich glaube, die Dänen können auch gut Party machen. Ja, Sportboothafen. Sieht ein bisschen voller aus, aber ja, hier ist auch viel auf Rot. Wahnsinnig viel Platz, ne? Ja, ich glaube, 300 Boote passen hier rein. Ja, aber auch zwischen den Liegeplätzen.
Da passen wir ja fast dreimal hin. So, ja, hier brauchst du gar keinen Schiss haben, wenn du rückwärts Vollgas gibst. Das ist ja Wahnsinn, wie breit das ist. Also, wir Deutschen hätten ja nochmal ein Steg zwischengezimmert. Wir essen übrigens nicht immer nur Burger und Pommes und Eis, sondern es gibt auch mal eine ganz normale Brotzeit zum Abendessen. Auch gut. Genau. Reicht auch. Also eigentlich machen wir, also wenn kochen oder so fetzig essen gehen, höchstens dann so einmal am Tag. Wir haben uns eigentlich heute vorgenommen, wir wollen heute Abend nochmal essen gehen oder so, aber wir haben gerade gar nicht so viel Hunger. Das machen wir morgen wahrscheinlich. Ich esse die Folge. Ja. Hinter mir geht die Sonne jetzt vollständig unter. Und wir snacken noch ein bisschen und dann war es das auch für heute. Ich muss jetzt doch noch mal das Handy rausholen. Es sieht so schön gerade aus hinter Tjark. Wir sitzen hier immer noch und essen. Langsam essen ist gesund. Ja. Ich hätte mir jetzt auch noch mal eine Scheibe geholt, obwohl mein Besteck sagt, ich bin schon fertig. Das ist verboten. Ich finde das manchmal einfach so schön, wenn man so nett irgendwo sitzt und eigentlich schon fertig mit Essen ist, dann noch ein bisschen zu snacken, einfach weil die Atmosphäre gerade so schön ist. Idyllisch, wie du da im Nutella krass rumrührst. Das ist so flüssig. Wir müssen beim Boot, glaube ich, mal alles aufmachen. Dass sich das jetzt mal ein bisschen alles abkühlt. Wir hatten heute echt Mittelmeertemperaturen. Mach das ordentlich, ne? Ich versuche nicht so viel zu kleckern, damit das Abwaschen leichter fällt. Gefährlich. Einfach ein richtig schöner Abend. Ja. Gute Nacht, Eckart. Gute Nacht, Mäuse.